Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Schön, dass ihr da seid. Und ich habe mal eine Frage. Sollte ich meine Begrüßung... Oh, es ist Nemesis. Sollte ich meine Begrüßung im Stream... im Stream. In der Aufnahme mal ändern? Ich glaube, und meine Statistik zeigt es auch, dass meine Begrüßung, glaube ich, für DVD ein bisschen zu lahm ist. Viele Leute schalten nach 5 Sekunden wieder weg. Eventuell ist es normal. Mach lieber einen Jenner, statt hier rum zu T-Wagen. Dass nach 5 Sekunden die meisten Leute wegschalten, weil sie sich vielleicht auch verklickt haben oder keine Ahnung. Aber ich könnte mir auch vorstellen, es liegt eben an meiner Begrüßung, weil die nicht so sehr zum Spiel passt. Also, was sagt ihr? Sollte ich vielleicht mal anders Hallo sagen? Weiß zwar nicht wie. Wenn ihr Ideen habt, direkt mit raushauen, bitte. Aber findet ihr das cool, ja oder nein? So. Nicht abfarmen, ist doch nicht nötig. Der hat keinen Tüftler. Das ist mal Nemesis ohne Tüftler. Das finde ich ganz nett. Ich gehe mal hier hinten gucken, wo er getreten... Ja, da ist ein Jenner angefangen. Der wird nicht weit sein, aber ein bisschen tuckert er noch. Und ich will es nicht jinxen, aber... Oh, ich wollte gerade sagen, ich will es nicht jinxen, aber habt ihr schon mal einen Zombie gesehen? Und dann kommt er. Okay, ich habe einen guten Dienst erwiesen, ja? Ich habe den Zombie vom Gen weggelockt. Wow. Warum geht niemand retten? Er ist weg. Er ist zum Gen abgebogen. Hier wurde gerettet. Nehmen wir mal eine Spritze. Die Kiste ist eh leer. Warum geht der Zombie zum... Zombie.
Dadurch, dass ich dem Zombie ausgewichen bin, war Nemesis so verwirrt und hat daneben geschlagen. Wie lustig war das denn? Fand sehr witzig. Okay, hier drüben, der tuckert auch schon ganz gut. Ja, was nun? Da ist ja eine dran, die macht schon mal ein bisschen was. Ich opfer mich jetzt hier, okay? Ich renne weg vom Haken, weg vom Jen. Ja, einer von euch müsste bitte retten gehen. Ja, schade. Aber einer reicht. Müssen nicht beide jetzt losrennen. Jens machen es auch gut. Na, dann kommst du halt zu mir. Ruhiges Jen machen. So, geht näher jetzt die andere aufheben oder nicht? Okay, Feng steht. Näher rennt retten. Jens hier hinten sind an. Okay. Ich dachte, du bringst den Killer mit. Und erschreckt mich so. Sind denn jetzt hier noch Gens? Der da? Da drüben müssten noch welche sein, oder? Warum soll ich jetzt hier rüberkommen? Wieso kommst du nicht hinter meinen Stein? Hallo? War genauso versteckt. Oh, shitty Kram, er hat die Luke gesehen. Was rennst du denn hier mit rum? Ja. Er ist halt jetzt doof, ne? Aber wenn sie da unbedingt mit reinrennen muss. Oh. Ich geh mal hier ran.
Ist eigentlich doof, den Gen zu machen. Obwohl, es ist der letzte. Ist ja auch egal. Von wo kommt der denn? Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Warum ist die andere denn jetzt gestorben? Die Klödi war doch dort hinten. Wow. Wartet sie ernsthaft auf die Luke? Ohne geliehene Zeit abhaken und sich dann so stellen, dass der Killer denjenigen trifft, bestenfalls, den man gerade abhakt. Was ist das denn für eine Anti-Mate-Claudette? Also... Wow. Und die habe ich geheilt? Wahrscheinlich aus Frust, dass sie nicht die Luke bekommen hat. Dann so eine Aktion. Wow. Wow. Gut. Ich wäre gern mal wieder entkommen. So ist ja nicht, aber... Was nicht ist, ist nicht. Müssen wir jetzt so nehmen, wie es war. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.